Der Test. In große Fußstapfen hat der neue Skoda Karoq zu treten, soll er doch nahtlos an den Erfolg des tschechischen Family Allrounders Yeti anschließen. Mit veränderter Linienführung und deutlich gewachsenen Abmessungen ist rein äußerlich jedenfalls eindeutig klargestellt, der Karoq ist für alles gerüstet. Das neue Sport Utility Vehicle steht ganz im Zeichen der neuen SUV-Formensprache von Skoda und positioniert sich als kleinerer Bruder des Kodiaq. Dabei macht er sich aber nicht wirklich klein, denn seine Maße sind dann doch recht erwachsen. Stolze 4,38 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Und es wäre nicht Skoda, würden die Abmessungen nicht dank kniffliger Tricks und pfiffiger Lösungen optimal ausgenutzt werden. Das schafft zum Beispiel ein Laderaumvolumen von bis zu 1630 Litern und eine Rückbank, die nicht nur kleine Passagiere zu schätzen wissen. In Zahlen sind das konkret knapp 70 mm Kniefreiheit und ein beachtlicher Radstand von 2,60 Meter. Großzügiger geht's in dieser Fahrzeugklasse kaum. Innovativ wie einfach zu bedienen sind die Konnektivitätslösungen im neuen Skoda Karoq. Die neuen mobilen Online-Dienste von Skoda Connect werden in zwei Kategorien aufgeteilt. Die Infotainment-Online-Dienste dienen der Information und Navigation, die Care Connect-Dienste der Assistenz bei Pannen und Notfällen. Clever und state of the art. Bei all dem Elektronikzauber darf die Hardware auch nicht hinten anstehen. Das Interieur entspricht der Skoda-Designsprache, nur eben auf ein etwas kompakteres Format geschrumpft. Kein hartes Plastik und ausgezeichnete Verarbeitung sind bei Skoda seit Jahren Usus. Da macht auch der Karoq keine Ausnahme. Fesch, logisch und ergonomisch korrekt lässt es sich im Karoq gut aushalten. Besonders stolz ist man bei Skoda aber auf ein neues Aggregat, das aus unserer Sicht die Idealmotorisierung darstellt. Das Evo-Aggregat weiß mit guten Manieren zu gefallen. Drehfreudig und mit gutem Durchzug aus dem Drehzahlkeller. Mit seinen 150 PS stemmt er 250 Newtonmeter an Drehmoment, die er auf Wunsch an Skodas 4x4 System schickt. Topspeed 203 km/h und der 0 auf 100 Sprint ist in 8,6 Sekunden abgehandelt. Sein Verbrauch soll mit 5,4 Litern auf 100 Kilometern liegen. Sein Fahrwerk lädt zur Langstrecke ein. Komfortabel und sicher gibt er den Kilometerfresser. Im besten Sinne unauffällig. Unser Go-Fazit zum Skoda Karoq. Der Karoq füllt die Fußspuren des Yeti mehr als aus. Vielseitiger und einem breiten Publikum zugewandt, wird er wohl in nicht allzu ferner Zeit die Cash-Cow der Tschechen werden. Just